Wollen wir dann mal Wasser holen gehen für den Swimmingpool? Ja, gerne. Warum holen wir nicht einfach das Wasser aus der Elbe? Weil manche Leute das nicht so gut vertragen und ich möchte nicht Kinder da an der Elbe baden lassen. Falls die mal ein bisschen was verschlucken, möchte ich da gerne klares Plus-Wasser nehmen. Kriegt man da Pickel? Ja, sag mal, manchen juckt das, die ein bisschen empfindlicher sind. Ich habe damit kein Problem. Aber es sieht doch einfach besser aus, wisst ihr? Und Elbwasser ist so dunkel und wenn die Sonne drauf scheint, das ist, nee, das riecht auch ein bisschen so. Elbe hat zwar Badewasserqualität, aber halt jetzt nicht so das Qualitativ für einen Swimmingpool, das schöne Blau. Muss ja auch alles in Bilder geben. Jetzt esse ich Marmeladenbrötchen und dann hole ich mir Wasser. Cool. Hallo! Hier ist der King. Hier ist der Chef. No, ist schon klar. Bei uns wird dann plötzlich der Sack auf. Wenn wir glauben, dass wir was machen, von dem wir denken, dass es gut ist. Ich bin mir da gar nicht so sicher, dass das so gut ist, was wir hier machen. Wenn ich keine Hose an hätte, dann würde ich das Fleck fliegen. Ah! Wie alt bist du? 10. Ja. Du fragst mich jetzt schon zum 10. Mal. 10 mal 10. Nein. Da weißt du, man nicht fassen kann, wisst ihr? Wieso, dass ich so jung bin? Weit bist. Schon alt? Das ist jetzt Weit. Viertel. Was? Wir dann zusammen dahin fahren? Viertel was? Viertel 4. Na, schnell Wasser holen und dann hinmachen. Kann ich in der Zeit ins Internet gehen? Ja? Wenn es geht im Zelt? Ja. Wir haben ja ganz lieb wegen den Anschlüssen und so. Ja, pin. Laufen? Laufen? Latschen! Latschen!